Ja, hallo und herzlich willkommen, Minecraft-Freunde, zu einem neuen Let's Play-Part von mir. Oh, die Hitze steigt mir zu Kopf. Ja, ich will ja nochmal eine Runde mit euch wandern gehen. Und zwar nochmal auf der Suche nochmal nach einem Villager-Dorf. Und ja, das ist der Grund, weil ich ja noch ein Thema hatte, was ich gerne ansprechen wollte. Ja, was mit dem Thema Hitze zu tun hat, was mir auch mal aufgefallen ist. Und ich dachte, das mache ich einfach mal mit euch nochmal. Und da können wir nochmal die Chance nutzen, nochmal ein Villager-Dorf zu suchen. So, ja, ich habe ja mal schon im letzten Part versucht zu erzählen, weil, aber da wurde ich ja dann abgelenkt, weil dann ein Villager-Dorf kam. Ja, dieses Thema Hitze. Wir haben ja gerade eine extreme Hitzewelle hier in Berlin. Also es wird wie ein extrem krasser Sommer werden hier. Und mir ist aufgefallen, wenn ich so mit Bus oder Bahn unterwegs bin, hast du oft so Leute, Schafe, nimm immer eure Wolle, nehme ich mal schön gerne, gerne mit, weil man kann nie genug Wolle haben. Dann ist auch nochmal weiße Schaf. Yeah. So, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, wenn man jetzt so mit Bus oder Bahn unterwegs ist, hat man so öfters so die so Leute, die neben einem sitzen, vor einem sitzen, hinter einem sitzen, ja, die sitzen überall. Du bist nicht alleine im Bus und Bahn. Ja, und was mir aufgefallen ist, Thema Klimaanlage. Ist ja so ein Thema bei uns in Berlin oder auch vielleicht in anderen Städten, weiß ich nicht, dass die Klimaanlage nicht in jedem Bus optimal funktioniert oder manchmal funktioniert sie auch gar nicht. Und ja, da hört man immer die Leute meckern so, ja, es ist doch viel zu heiß und warum macht er die Klimaanlage nicht an, das kann er doch nicht machen hier und Blackheads und wo ich mich dann aber frage, Leute, früher haben die Busse auch keine Klimaanlage gehabt und auch früher sind die Busse gefahren. Wie haben die das denn früher gemacht? Oh, Villager-Dorf in der Wüste. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, wie haben die das denn früher gemacht, wenn 40 Grad oder 50 Grad waren, keine Ahnung, gefühlte 50 Grad, ist da kein Bus gefahren oder so? Ich glaube nicht, also ich weiß nicht warum die Leute, also ich habe ja so eine These, dass halt die Leute einfach zu verwöhnt sind. Also in meinen Augen her zu verwöhnt sind und deswegen halt immer rummeckern, ja, Klimaanlage funktioniert nicht, Blarkeks und so. Und ja, also wie gesagt, früher haben wir es auch ohne Klimaanlage ausgehalten. Ich weiß nicht, warum es jetzt so schwer ist, mit einer Klimaanlage, also ohne Klimaanlage auszuhalten. Aber ich denke mal, so schwer ist das jetzt nicht. Also für mich ist es jetzt kein Problem. Das Beste ist eh eigentlich überall Fenster aufmachen und dann einfach den Durchzug genießen. Das hilft meistens viel mehr, als wenn man hier erstmal extrem versucht, hier eine Klimaanlage. Ist ja auch nicht immer gesund, so eine Klimaanlage, muss man ja auch dazu sagen. Aber ich glaube, es liegt halt wie gesagt dran, dass die Leute einfach zu verwöhnt sind und das ist halt eben das Problem so ein bisschen, dass die Leute einfach da, ja, nicht dran denken, früher ging es ja auch ohne, warum muss es jetzt immer mit sein? Aber gut, ist wie gesagt auch hier eine andere Sache, genauso eine Sache, weil ich auch auf Facebook gelesen habe, ich bin ja auf einigen Gruppen oder auch in Freundeslisten, und da habe ich einen Busfahrer gehabt aus irgendeiner Stadt, ich weiß nicht, wo der herkommt, und der hatte echt tatsächlich gefragt, ja Kollegen, wie sieht's denn aus? Kann ich bei 40 Grad oder 36 Grad auch die Arbeit verweigern wegen der Hitze? Wo ich mich dann auch frage wieder, was haben die Busfahrer früher gemacht? Früher haben die Busse auch, sind die Busse auch gefahren? Oder hieß es dann, 40 Grad, Bus endet hier, tut mir leid, alle Fahrgäste aussteigen. War das früher auch so, dass man da dann gesagt hat, ja, nö, keine Lust. Kein Bus fährt jetzt, ist zu warm. Und früher waren die Busse ja noch ein bisschen extremer. Da waren die teilweise so heiß, also vom Motor her, der Motor war auch so heiß, dass du halt schon fast gegrillt wurdest. Da hättest du
Hätte sie am liebsten mit Unterbuchse gesessen und wie gesagt, also ich verstehe das überhaupt nicht, was da jetzt so das Problem ist, wenn man halt eben mit Bus oder Bahn fährt. Also mich stört es, wie gesagt, als Fahrer nicht, wenn die Klimaanlage nicht funktioniert, weil, wie gesagt, man ist früher auch ohne ausgekommen und mir ist sogar aufgefallen, ohne Klimaanlage ist es sogar angenehmer. War ich jetzt hier überall schon? Ja. Aber auch keine Bücherregale, also. Ja, Leute, es sieht so aus, als müsste ich meine Bücherregale selber machen. Aber nein. Hallo! Ey! Schönes Haus. Au! Au! Ey, lass mich mal durch. Danke. Ja, also Villager-Dörfer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Früher hat man immer fast in jedem Dorf ein also Bücherregale gefunden und jetzt wird es gleich wieder Nacht und ich suche mich mal ein Bettchen. Yay. Nein! Ich will! Ey! Wie unfair ist denn das? Weißt du, ey, war erst als erstes da. Ich will auch irgendwo schlafen. Oh, hier ist eine Glocke. Eine Glocke. So, dann schlafen wir mal. Ja, aber wie gesagt, wie sind die Leute früher ausgekommen bei der Hitze? Also, ich glaube nicht, dass früher kein Bus fuhr oder... Aufwachen! Aufwachen ist Tag! Ja, wie gesagt, also früher sind auch Busse und Bahnen gefahren und ich denke mal... Ich weiß nicht, ob die Leute einfach nur zu verwöhnt sind oder keine Ahnung was. Ist hier eigentlich irgendwas runter oder? Nö. Hätte ja sein können. So, jetzt bin ich aber das Villager-Dorf durch, war, aber hier waren auch keine Bücherregale. War ich eigentlich hier schon drin? Oh, ein Buch! Oh nee! Da muss ich ja schon wieder Platz schaffen im Inventar. Was lasse ich denn hier? Ah, Leute, langsam wird's schwer. Was lasse ich denn jetzt hier? Ach komm, lass mir das Gunpowder hier neben dem Buch mit. Aber hier ist ein Buch. Ist hier irgendwo auf dem Bücherregal? Nee. Ja gut, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Ja, aber ich weiß ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht mit der Hitze. Und ja, also wie gesagt, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil auch früher war es heiß und auch früher ist man mit Bus oder Bahn gefahren und ich weiß nicht, also solange man Fenster aufmacht, gut, wenn man natürlich da so eine komischen Leute im Bus hat, die dann durch den ganzen Bus laufen oder durch die ganze Bahn laufen und dann alle Fenster zumachen, weil die sagen, ah, es ist kalt, dann ist natürlich klar, dass es warm wird, ist ja klar. Aber wie gesagt, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wenn man Fenster auf hat, hat man richtig geilen Durchzug. Also ich habe nie irgendwelche, also mir, also wenn die Fenster auf sind, habe ich irgendwie noch nie Probleme gehabt, mit bei Hitze auch mit Bus oder Bahn zu fahren, auch wenn die Klimaanlage nicht funktioniert. Aber gut, ist denke ich mal auch, ja, jeder hat da so seine eigene Meinung. Und ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Würde mich nämlich auch mal sehr interessieren. Ob ihr es genauso seht wie ich oder ob ihr sagt, ach nee, aber Klimaanlage ist wichtig und so. Weil interessiert mich einfach. Nur ich, wie gesagt, finde es eigentlich Quatsch. Im Gegenteil, ich finde es sogar besser, wenn keine Klimaanlage an ist, weil das ja doch schon so ein bisschen, ja, wenn man nicht aufpasst, holt man da sich schnell was weg. Und ja. So, Leute, wir haben noch 10 Minuten und ich würde dann mal sagen, wandern wir noch ein bisschen und gucken nach einem Bücherregal, nach Bücherregalen. Aber nach diesem Part werde ich wirklich den Rücktritt antreten, zurücklaufen und ja.
muss dann halt die Bücher selber herstellen. Werde ich mir auf jeden Fall zum nächsten Part hin dann nochmal angucken, wie man das macht. Was ist das da vorne? Ist das auch wieder ein Villager-Dorf oder ist das gleiche Villager-Dorf? Bin einmal im Kreis gelaufen. Ich glaube, es ist noch ein Villager-Dorf, wa? Yay! So langsam wird es wirklich schwer mit den. Ja, hier ist noch ein Villager-Dorf. Oder ist es das, was ich schon hatte? Hallo, nimmst du das mal hier weg? Mal sehen, ob ich. Nee, hier war ich noch nicht. Ich kenne das nicht. So, mal sehen, was sie hier so haben. Ah, die bauen jetzt hier mit viel Keramik. Nur was ich ein bisschen schade finde, ist, die Dörfer sind nicht mehr so das, was sie mal waren. So, ein Aussichtsturm. Nee, der war zum Beispiel nicht hier. So, was haben wir denn hier? Ja, ein bisschen ungewohnt, die Häuser hier, muss ich ehrlich zugestehen. Ne? Was ist hier drüben? Eine Kiste. Ah, und Brot. Sehr gut. Ein Brot. So, also Essensprobleme haben wir auf jeden Fall keins. Hier war ich anscheinend auch schon. Gehen wir mal hier in den Turm. Hier vielleicht Bücherregale drin. Auf jeden Fall haben die überall Betten. Das ist schon mal klar. Oh. Bin ich ja fast hier an der Kiste vorbeigelaufen. Ah, aber es ist auch nur Brot drin, aber egal. Kann man immer gebrauchen. Brot nehme ich immer mit. Hier hat man eine schöne Aussicht. So, welche Häuser? Die habe ich, die habe ich. Das habe ich, glaube ich, auch. Die misst ich noch. Haben wir eine schöne Aussicht von hier, wa? Ja. Und da muss ich, glaube ich, auch noch mal gucken. Gut. So, ja, gucken wir noch mal hier so ein bisschen. Hier, hier war es, wa? Ja, hier. Hier war. Oh, Kätzchen. Oh, ich mag Kätzchen. Nee. Hey. Oh, ist das Kätzchen süß. Ja, ich mach mal zu, dass du hier nicht rausläufst, Kätzchen. Das ist gefährlich. Läuft der hier? Läuft es hier einfach gegen den Kaktus, das arme Kätzchen. Muss man ja beschützen. Mich würde ich ja am liebsten mit dem Kätzchen, aber es leider so weiter wie. Oh. Sieht aus wie meine kleine Marie. Sieht wirklich aus wie Marie. Oh. So, hier haben wir aber noch ein Haus. Alter! Alter, nein! Aber gut, so tief wäre das jetzt nicht gewesen, aber trotzdem wäre es fail gewesen, wenn ich jetzt da reingefallen wäre. Nein! Ja, es kann aber nur wie mir wieder passieren. So. Hier ist auch nochmal was. Ah, das Haus hat kein. Hat auch nichts, nee. Ja, also. Ich denke mal, Bücherregale, weiß ich nicht. Gibt es überhaupt noch in Villager-Dörfern Bücherregale? In der 1.14? Also ich habe so die Vermutung nicht, weil ich habe ja jetzt schon 4 Dörfer gefunden und in keinem waren Bücherregale. So dass ich die Vermutung hege, dass es ja, keine Bücherregale mehr gibt. So, hier noch gucken. Ne, ist aber auch nichts. Oh, ein kleiner Bibi-Villager. Ja, gut. Ne. So, warte mal, da drüben war ich da schon. Eine Orientierung habe ich hier nicht. Geht ja gar nicht. Ich habe eine Orientierung, wie weiß ich was, ey. Achso, ja, hier war ich schon. Ja, gut, Leute.
also das Villager-Dorf ist auch nicht, und ich würde mal so jetzt schätzen, dass es keine Bücherregale mehr gibt in irgendwie Villager-Dörfern. Kann mich auch irren, aber ich habe die Vermutung, dass es keine mehr gibt. Und werde dann jetzt wirklich den Rückzug, also den Rückweg antreten. Habe ja einiges an Schätzen im Inventar und die will ich natürlich sicher nach Hause bringen. Und ja, ich guck mal kurz auf den Timer. Ja, es ist zwar noch nicht allzu weit, also ein bisschen Zeit wäre noch, aber ich werde jetzt wahrscheinlich doch mal jetzt beenden. Und im nächsten Part werden wir dann wieder in meiner Butze sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei. Ciao, Leute!